is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wirst du die Prüfung bestehen? Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Diese 40 Jahre in der Wüste, auf der er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Gott wird sein Volk auf die Probe stellen. Hätte die Botschaft, die Verkündigung von 1844, eine so kurze Zeitspanne umfasst, wie viele von uns annahmen, dann hätten sie keine Zeit gehabt, ihren Charakter zu entwickeln. Viele wurden vom Gefühl getrieben und nicht von Grundsätzen und vom Glauben, und diese ernste und schreckenerregende Botschaft wühlte sie auf. Sie beeinflusste ihre Emotionen und weckte ihre Ängste. Doch wurde dadurch nicht das bewirkt, was nach Gottes Plan erreicht werden sollte. Gott führt die Menschen, die zu seinem Volk gehören, weiterhin Schritt für Schritt. Er bringt sie zu verschiedenen Stellen, damit offenkundig wird, was innerlich in ihnen vorgeht. Einige halten an einer Stelle durch, fallen aber beim nächsten Mal ab. An jedem weiteren Punkt wird das Herz etwas stärker und intensiver geprüft. Wenn das vorgebliche Volk Gottes einen inneren Widerstand gegen dieses aufdeckende Wirken spürt, dann sollte dies sie überzeugen, dass sie noch einiges zu tun haben, um zu überwinden. Einige sind bereit, einen Wahrheitspunkt anzunehmen. Wenn Gott sie aber an eine weitere Teststelle bringt, schrecken sie davor zurück und bleiben lieber hinten stehen. Sie spüren nämlich, dass hier ein geschätzter Götze unmittelbar angegriffen wird. Das wäre eine Gelegenheit zu erkennen, was in ihrem Herzen Jesus ausschließt. Irgendetwas setzen sie höher ein als die Wahrheit. Ihr Herz ist nicht bereit, Jesus aufzunehmen. Jeder Einzelne wird eine gewisse Zeit geprüft und erprobt, damit sie herausstellt, ob sie ihre Götzen aufgeben. Solche aber, die zu jedem Wahrheitspunkt vordringen und jede Probe bestehen und um jeden Preis überwinden, haben den Rat des treuen Zeugen beachtet. Sie werden den Spätregen erhalten und dadurch für die Entrückung tauglich. Gott prüft sein Volk in dieser Welt. Hier, in dieser Welt, in diesen letzten Tagen, werden Menschen zeigen, welche Macht auf ihre Herzen einwirkt und ihre Handlungen steuert. Wenn es die Macht der göttlichen Wahrheit ist, dann wird sie zu guten Werken führen. Sie wird den Empfänger erheben und ihn edel und großzügig machen, wie sein göttlicher Herr es ist. Ihr Jungen und ihr Alten, ihr werdet jetzt von Gott geprüft. Ihr entscheidet selbst über euer ewiges Geschick. The Lord is coming. Are you ready?